Okay, wir sollten das Staging vorher anpassen. Sehr interessant, dass er überlebt hat. Der freut sich in Keks. Ich lebe, ich lebe. Aber ja, Staging. Endflight. Restart Flight. Also, wir hätten natürlich gerne die vier Antriebe da unten mit drin. Das wäre schon mal von Vorteil. Hm? So, Schub auf 100%. SAS an. 3, 2, 1. Wir heben ab, aber wir kippen um. Ein bekanntes Problem da oben. Wir sollten hier nochmal Stahlseile machen. Hitze ist viel zu hoch. Schub runter. Wir halten uns noch einigermaßen gerade. Das ist gut. Hitze ist machbar. Wir steigen nicht besonders schnell. Und die ersten Dinger, die abgesprengt werden, sind schon bei 50% Treibstoff. Soweit sieht es aber noch ganz okay aus. Ich mache mir nur Sorgen, wenn die zwei jetzt abgesprengt werden, oder die zwei, ich weiß nicht welches sind, dass wir den kippen könnten, weil es halt jetzt schon so hin und her wackelt. Und wir nicht wirklich super mittig sind. Aber ich mache einfach mal RCS an, die wir nicht haben. Ja, und übrigens nichts. Oh, 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 oh. So, Schub ist okay. Die sind gleich leer. Absprengung der ersten zwei großen Tanks. 3, 2, 1. Wir verlieren Geschwindigkeit. Sind einigermaßen stabil. Ich mache ein wenig mehr Schub. Wir kriegen wieder Geschwindigkeit hinzu. Hitze ist noch im Toleranzbereich. Sind bei 5000, 6000 Meter gleich. Bei 100 Meter die Sekunde. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Hitze ist im Rahmen, ist im Rahmen, ist alles okay. Schlackern ist nicht schön, aber auch noch okay. Sieht machbar aus. Sieht echt machbar aus. Und wenn wir dann später hier noch die Stahlseile machen, dann schlackert es auch weniger. Bleiben wir besser auf Kurs, was dann effektiver ist für den Treibstoffverbrauch. Und wir können einfach mal so noch ein paar Feststoffbooster ranbappen, damit wir am Anfang nicht so viel Treibstoff verballern. Ja, ja, sieht gut aus. Warum haben die hier unterschiedlich viel Treibstoff? Das wird gleich ein Problem werden, wenn der eine weiterbrennt und der andere nicht. Weg mit euch. Das war ein Anfängerfehler. Bevor man Raketen absprengt, entweder Treibstoff alle oder Schub weg. Gut. Wir müssen eh ein, zwei Sachen ändern. Zum einen Stahlseile. Zum anderen habe ich irgendwo vergessen, die Treibstoffleitung richtig zu legen. Sonst hätten die nicht unterschiedlich viel Treibstoff. Sind überall dieselben Antriebe, richtig? Richtig. Okay, welches Stage wurde zuerst? Also jetzt müsst ihr nach unten. So. Die beiden werden zuerst weggesprengt. Das heißt, die müssen ihren Treibstoff weggeben. Tun sie nach da und nach da. Das ist richtig. Danach gibst du nach da und nach da. Sauber. Dann sind die beiden hier über. Du und du. Und ihr gebt beide Treibstoff nach innen ab. Hm. Warum zum Geier hatten sie da unterschiedlich viel Treibstoff? Das verstehe ich echt nicht. Also ihr werdet zuerst weggesprengt. Ein nach links, ein nach vorne. Du wirst auch zuerst weggesprengt. Ein nach links, ein nach vorne. Du bist am Ende über, gehst nach vorne. Du bist am Ende über, gehst nach vorne. Ne, genau so muss das sein. Hm. Müssen wir uns vielleicht nochmal genau angucken. Erstmal Stahlseile. Und zwar von da nach. Oh, geht gar keine Dreifachsymmetrie. Na gut. Von da nach da. Von da nach da. Von da nach da. Von da nach da. Das sieht lustig aus. Und das ist absolut nicht symmetrisch. Das passt nicht. Wenn ich mir das so angucke, also wird von da gezogen
und von da gezogen, also müsste das Ding eigentlich festhalten. Es wird von da gezogen, es wird von da gezogen. Ja, die wiegen 0,05, komm, gib ihm. Einmal noch da ein. Der hier hat gar keinen festen Punkt, wo er... Ja, nee, bei dem bringt nichts. Den hier können wir aber noch anmachen. Von da nach da. Damit dürfte das Wackeln hoffentlich in den Griff kommen. Und dann nochmal von da. Von hier am Rand. Nach da ran, damit das hier entlastet wird. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Also von da nach da ran. Okay. Was ist mit den Dingern hier? Die können wir auch mal festmachen. Bei euch geht aber Symmetrie hoffentlich. Nö, der will da gar nicht. Warum willst du nicht an das Triebwerk ran? Hm? Das kriegt ihr noch nicht mehr zu fassen. Du, kleines Knubbelding. Komm her. Ich sehe dich. Da bist du. Na gut, den werden wir wohl nicht mehr los. Also ich hoffe mal, dass die Verkabelung wenigstens etwas Stabilität gebracht hat. Und den Treibstoff müssen wir uns nochmal angucken. 3.2, starten. So, also die Verkabelung war richtig. Kann es sein, dass der mittlere Tank voll war und deswegen die unterschiedlich hatten? Weil irgendeiner zuerst rumgeschoben hat? Dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ist alles echt komisch. Na gut, 66% müsste reichen. SAS an. 3, 2, 1. Reicht nicht. 100. So, momentan haben wir viel zu viel Hitze. Etwas runter. Momentan verbrauchen noch alle gleich viel. Also das Problem ist echt erst dann da, wenn unser Haupttriebwerk explodiert. Also das Problem ist erst dann da, wenn die zwei oder die zwei weggesprengt werden. Na gut, ignorieren wir erstmal. Wir haben so schon mal etwas stabiler. Nicht viel. Ich glaube, das nächste Problem ist das Ding da. Das Advanced SAS. Da könnten wir es nun probieren mit diesem Reinschieben, was ja eigentlich auch da hätte klappen können, was aber nicht geklappt hat. Also ja, wir können mit dem Reinschieben probieren oder einfach Stahlseile von hier oben nach da. Das könnte auch helfen. Aber ja, schauen wir mal. Erstmal jetzt die zwei Tanks abwerfen und gucken, was genau mit den anderen beiden passiert. Also, Abwurf in 3, 2, 1. Weg mit euch. Okay, wir verlieren leicht an Geschwindigkeit, das ist okay. Momentan sind sie noch gleich auf. Das dürfte sich eigentlich auch gar nicht ändern. Wir sind bei 6500 Meter, wir sind bei Hitze okay. Schub ist okay. Wir müssten eigentlich ein bisschen schneller sein. Weil wir uns auch langsam in 10.000 nähern, aber ich will jetzt nicht irgendwas hier riskieren. Das passt schon soweit. Und wenn wir nachher mit fast vollem mittleren Tank über die 10.000er Grenze kommen, dann dürften wir das auch eigentlich einigermaßen mit einer Umlaufbahn hinbekommen. Aber nichts vorgreifen. Erstmal erstaunt darüber sein, dass es jetzt mit dem Treibstoff alles okay ist. Ja, keine Ahnung. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, was da letztes Mal schiefgelaufen ist. Vielleicht ist ja irgendein Treibstoffding ins Abgerissen oder so. Weiß ich nicht. Na gut, woran ich jetzt denken muss, ist auf jeden Fall erst absprengen, wenn die Dinger radikal leer sind. Sonst zerreißen sie mir wieder die obere Stage. Aber das dürfte ich hinbekommen. Und dann sollten wir auch kippen. Wir sind schon ganz schön hoch. Also 3, 2, 1. Weg mit euch. SAS aus. Kippen. So. SAS an. Karte gucken. Wir sind gar nicht so hoch. Wir sind echt nicht gut drauf. Wir haben jede Menge Treibstoff. Ja, aber wir sind viel zu langsam. Okay, Schub ein bisschen runter. 27 Sekunden weit weg. Oh, geht weiter weg, sehr schön. Aber wir bleiben erstmal so steil, um eine höhere Abwurfsdistanz zu bekommen.
Okay, wir müssen achten auf Hitze, die aber anscheinend wirklich nur das Maximallevel erreicht, wenn man auch 100% Schub gibt. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier auf 90% rum und das Ding hat sich keinen Millimeter bewegt. Also können wir es theoretisch noch einen Ticken höher machen. Genau so. Und das müsste hier stabil sein. Also einfach nur nicht auf 100% gehen, dann ist alles okay. Und ja, auch praktisch zu wissen. So, ApoApps, das ist bei 40.000 gleich. Das heißt, wir kippen mal ein bisschen. Weil wir haben die bei 42 Sekunden weit weg. Das ist eigentlich viel zu weit weg. So. Das schaut richtig gut aus. Schub runter. Naja, okay, wir sind. Die ApoApps ist noch ein bisschen tief. Fällt mir gerade auf. Müsste eigentlich bei 75.000, 80.000 rum sein. Das war also auch nicht wieder besonders effektiv, was den Treibstoff... Oh, bitte, was zur Hölle? Bleib doch mal auf der Achse da. Also ja, wir hätten vorher darauf achten müssen, dass es Richtung 75.000 geht und dann Schub aus, näher ran und dann Schub geben. Aber ja, das Ganze ist eh noch ein grober Test, um zu gucken, warum das Ding immer wieder runter eiert. Um zu gucken, was die Rakete so kann mit den orangenen Tanks dran. So, 75.000, das ist okay. Schub runter. SAS an. Stabilisier dich bitte. Tut er nicht. SAS aus, gegensteuern von Hand. Können wir knicken. Müssen wir Schub geben für. So, ich gebe leicht Schub. Auch wenn es in die vollkommen falsche Richtung ist, weil ich mich halt bewegen muss. So, gegensteuern. So. Bisschen höher, bisschen höher. Ist alles nicht besonders schön. Eventuell doch wieder RCS einbauen. Gerade für solche Manöver. Ich denke mal, das Gewicht, das wir durch das RCS verlieren, gleichen wir durch die effektivere Fliegerei dann wieder aus. So, 75.000 ist okay. Weltallmusik ist noch viel besser. So. Bleiben wir einfach bei diesem 50% Schub. Nähern uns der ApoApsis. So kriegen sie noch einen Ticken höher. Und das müsste eigentlich einigermaßen okay sein. Also ja, ideal wäre halt auf der ApoApsis direkt hier auf der Linie sein und so weiter. Aber dann erhöhen wir die ApoApsis nicht mehr. Dann bleiben wir genau drauf. Und 75.000 ist schon hart an der Grenze, soweit ich weiß. So, was sagt Treibstoff? Treibstoff sagt, ich bin gleich alle. Das wiederum ist echt nicht schön. Da müssen wir jetzt doch wieder mit den Dingern anders machen. Ja. Schauen wir mal. Alle. Schub auf Maximum. Und hoffen. Hoffen, dass wir jetzt nicht wieder so ganz schräg gehen müssen. Okay, SAS aus. Ticken schräg gehen ist okay. 8 Sekunden. SAS an. Komm schon, gib mir eine Periapsis. Ich weiß, du kannst das. 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden. Ihr seht, worauf das hinausläuft, hm? Obwohl, er scheint sich bei 4 Sekunden zu fangen. Ja, wir haben gleich eine Periapsis. So. Sauber. Also klar, nicht wirklich super toll, aber es ist schon mal besser als letztes Mal. Letztes Mal haben wir richtig lange brennen müssen. Und zwar hier auf dem Winkel und nicht hier unten. Um eine Umlaufbahn hinzubekommen. Und dabei auch wesentlich mehr Treibstoff verballert. Ha. Wir könnten was richtig Lustiges ausprobieren jetzt mit dem Experiment hier. Also mache ich kurz eine Umlaufbahn und dann kann ich euch erzählen, was genau ich vorhab. So, ApoApsis ist 12 Sekunden weit weg, das heißt, du kannst genau auf die Linie. So, Periapsis müsste jeden Moment auftauchen. Jetzt. Und jetzt gib uns eine schöne Periapsis. Die hoch genug ist, dass wir nicht mehr abstützen. So, 76.000, 82.000. Sehr schön. Also, wir haben Licht. Wir haben noch 75% in den Tanks. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 40, 50% rum.
Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Zumal wir auch zwei große Fehler gemacht haben. Also, ich habe zwei große Fehler gemacht. Ihr stand schreiend vor dem Bildschirm. Einmal beim Start war zu wenig Schub. Dadurch haben wir mehrere Sekunden Treibstoff, sogar viel Treibstoff verballert. Und die Erdanziehungskraft hat uns dann auch einen Streich durch die Rechnung gemacht. Also, dadurch, dass wir runtergefallen sind, anstatt zu starten, mussten wir das Runterfallen durch mehr Schub nachher auch noch ausgleichen. Das ist absolut nicht schön gewesen. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, dass ich nicht auf die Höhe geachtet habe und vorher Schub runtergenommen habe. Dadurch bin ich halt in eine recht missliche Lage gekommen, dass ich dann das Ganze wieder hochziehen musste, dann wieder Schub geben und so weiter. Da haben wir auch nochmal Treibstoff verballert. Ja. Ändert nichts an der Tatsache, dass das Ding wahrscheinlich nicht bis Dunorn zurückkommen wird. Außer ich probiere halt das, was mir gerade eingefallen ist. Ich fliege jetzt mit dem Ding nach Duna und lande mit dem Ding auf Duna. Also ich guck mal, wie weit ich mit dem Ding komme. Mein Plan war, ich lande einfach mit dem ganzen Ding hier, samt Atomraketendingens, und guck einfach mal. Also ja, wir haben kein Landing Gear hier dran und das wird wahrscheinlich nichts werden, aber ich will einfach mal gucken, ob es vielleicht irgendwie möglich wäre. Weil dann könnten wir das bisschen Treibstoff, was hier noch drin ist, benutzen, um wieder zu starten. Und es dann mit dem hier doch noch in Richtung nach Hause schaffen. Versuch ist es wert, denke ich mal.